Und da sind wir wieder beim Epilog angekommen. Das ist wahrscheinlich so ein extra Teil hier gerade. Altmodisch. Crash Bandicoot. Gut. Sehr schön, dieses kleine Gimmick. Und ich denke, wir sind die Tochter von Nathan und Elena. Und wir schauen einfach mal. Jemand da? Juhu. Was ist denn los? Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Wohin? Die sind wohl abgehauen. Was ist los? Hast du Hunger? Na gut. Aber nur das eine. Nein, hör auf. Haben wir irgendwas Schönes im Kühlschrank? Na bitte. Hey. Oh, wow. Weg ist sie. Mal, ich komme. Nur noch ein paar Wochen. Die Welt sehen, dem Bedürftigen helfen. Ein Monat voller Abenteuer. Sieh die Wunder Indiens mit eigenen Augen. Tauche ein in die reiche Kultur des Landes, erkunde uralte Tempel, feilsche auf den Märkten und besuche zum Abschluss das berühmte Taj Mahal. Zusätzlich verbringst du einen Monat in einem Waisenhaus in Dehradun, um Englischunterricht zu geben und mit Kindern zu spielen. Ein aufregendes und unvergessliches Erlebnis. Jetzt neu, auch in deiner Stadt. Tja, wo sind unsere Eltern? Ein perfekter Tag. Jetzt wird nur noch der Rest unserer Crew. Da ist ja noch ein Haus. Wir gehen mal dahin. Vielleicht sehen wir ja da was. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Was bewahrst du hier auf? Was haben wir hier? Wie albern. Das sind seine Schlüssel. Nimm Das sind sie. seine Schlüssel. Keine Chance. Einfach keine Chance. Oh yeah. Wo ist das hin? Tja. Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Schauen wir uns erstmal alles an und dann werden wir ja sehen. Spanische Blumen. Aber von wo?
langsam. Nicht, dass es explodiert. Die Rattenmünze. Sieht aus wie Avery Siegel. Halt, ist das Avery Siegel? Ist das ein Einschussloch? Wow, nettes Polster, Dad. Ich glaube, die Tochter weiß gar nichts von den Sachen. Hallo. Wow. Oh mein Gott. Evelyn hat einen Schatz, einen Sammler, ein erstes Mal von Schublasse. Ach, das kennen wir schon. Wow. Henry Avery. Der ganze Way rauf? Halt. Hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Das kennen wir ja schon alles. Was ist das? Was zur Hölle? Ich kann's. Achso. Oh, Scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey! Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Genug hat sie gesehen. Nur das Foto von euch beiden und Sully. Na? Mit einem Haufen spanisch aussehender Schatz. Und einem Gewehr. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nicht? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes, und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also, dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts okay, zu tun. Leute,
Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das, eigentlich das schon. Ja. Bullshit. Mordwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War es eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldoran. Der Stadt aus Gold. Und so schließt sich wohl der Kreis des Lebens. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel und später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. So werden Erinnerungen aufrechterhalten. Und damit verabschiede ich mich fürs Zuschauen. Danke. Bis zum nächsten Let's Play, was auch immer es sein wird. Ciao.